Hallo und willkommen zu Beat Hazard Ultra, einem neuen Schauen wir mal, eine Stunde lang. Und ja, was ist Beat Hazard Ultra? Im Grunde genommen ist das so ein Asteroid-Spiel, was auf die Musik reagiert. Das Coole ist, momentan läuft eine geile Mucke, aber die könnt ihr leider nicht hören, wegen GEMA. Deswegen muss ich das Spiel leider auch mit den Indie-Titeln zeigen. Habt ihr Pech gehabt. Tja. Auf jeden Fall, das Spiel ist von Cold Beam Games. Ist im 15. April 2010 rausgekommen. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch das Spiel ein bisschen. Ihr seht schon, das ist ein bisschen mehr auf visuell abgedrimmt. Und das ist auch so das Hauptmerkmal des Spiels. Deswegen vorab die Warnung. Schaltet jetzt aus, falls ihr irgendwelche leptischen Anfälle in der Vergangenheit hattet. Denn es kann gut sein, dass ihr hier welche kriegt, weil da so viel auf dem Bildschirm rumklimpert, dass das für manche Menschen einfach eine Reizüberflutung darstellen könnte. Da ich schon seitdem ich 5 Jahre alt bin mit Computern spiele und davor schon eigentlich irgendwie was mit Computern zu tun hatte, mit meinem Vaters Computer, ist mir das scheißegal. Ich habe mich daran gewöhnt an der Zeit, aber man sollte es natürlich trotzdem ernst nehmen, diese Hinweise. Ich würde mal sagen, ich zeige euch einfach mal kurz ein Spiel, damit ihr überhaupt wisst, wie das aussieht. Und anschließend werde ich euch noch so ein paar kleine Sachen dazu zeigen, was man hier alles machen kann. Weil jetzt muss ich mal kurz Beat Hazard Album gehen und dann suchen wir hier einfach mal einen Indie-Titel raus. Ich habe auch schon ein paar eingespielt. Gehen wir mal den hier. Ist jetzt nicht unbedingt, weil ich die besser kenne oder so, aber die sind eigentlich ganz gut. Oder nehmen wir den. Ja, komm, nehmen wir den. So. Starte Spiel, erstmal gar nichts erklärt. Einfach erstmal gucken, wie das Spiel so ist. Ihr steuert hier dieses kleine Schiff und müsst im Grunde genommen alles abschießen, was hier auf dem Bildschirm kreucht und fleucht. Ihr seht schon, das ist ganz schön effektvoll am Anfang und ihr werdet gleich noch viel mehr sehen. Diese 10-Dollar-Noten, die braucht man, um später Sachen zu kaufen. Das zeige ich dann noch, wie das geht. Und diese, ja, runden Punkte sind Multiplikatoren. Und je höher der Multiplikator natürlich ist, umso mehr Punkte kriegst, gibt's und umso besser ist die Highscore dann. Dieses komische grüne Ding, was ich da gerade eingesammelt habe, ist ja Ultra Beam. Und damit wird dann so ein Laserstrahl sozusagen entfesselt, der im besten Fall alles weghauen sollte. Das hier sind zum Beispiel Micro Missiles, das ist auch nochmal eine Zusatzfunktion. Und im Grunde genommen, was ich da jetzt gerade bekämpfe, ist ein Bossgegner. Ihr habt unten noch kurz eine Warnungsanzeige gesehen. Die kommt halt immer, wenn der Boss denn gerade kommt. Und ihr seht, es ist übelst viel los. Also man muss sich wirklich konzentrieren, dass hier nichts schief geht.
Und wenn ihr, also die linke Maustaste ist normales Schießen, das ist wahrscheinlich klar. Ihr könnt das Ding übrigens auch mit dem Xbox 360 Controller kommen. Eigentlich kommt es auch von der Konsole. Und wenn ihr rechts klickt, dann macht ihr hier so einen ultra fetten Superbomb und räumt sozusagen alles auf dem Bildschirm erstmal weg. Falls ihr also in irgendeine Bredouille kommt. Meistens ist es allerdings schon zu spät, wenn man es gesehen hat, und dann kann man auch nicht mehr drücken. Hat sich dann nämlich erledigt. Also ihr seht, hier ist ganz schön was los auf dem Bildschirm. Die kleinen Schiffe zum Beispiel haben immer ihre eigene Flugbahn. Diese größeren, die ihr gerade gesehen habt, die versuchen direkt mich zu rammen. Dann gibt es halt diese Asteroiden, die so rot leuchten, die versuchen auch in, ja, mich zu rammen, könnte man so sagen. Dann gibt es aber auch noch normale Meteoriten, die nicht rot leuchten, die einfach so rumfliegen. Die haben dann ihre vorgegebene Route und fliegen dann sozusagen vom einmal quer über den Bildschirm rum. Diese komischen Sterne, die man hier abgeschossen hat gerade, das sind im Grunde genommen, die sollen sozusagen das Ganze ein bisschen in Schach halten, weil wenn ihr da rangehört, dann ist natürlich Ende im Gelände. Und das will man natürlich nicht. So, der erste Track ist geschafft. Yeah! Und das im Reden. Das ist eine Kunst, ja? Das werde ich nicht nochmal schaffen, glaube ich. Am Ende kriegt man dann nochmal so einen Highscore, wie man das halt von Spielen bekommt, kennt, so rum. Unten seht ihr übrigens auch so ein Newsfeed. Da wird dann angezeigt, wer gerade welchen Highscore geschlagen hat, wenn irgendeiner ein Level aufgestiegen ist oder sonstiges. Kommt drauf an, zu welcher Tageszeit ihr das spielt, dann kommen auch ein paar mehr Meldungen, sorry, ein paar mehr Meldungen, außer nur eure. Und ja, das ist im Grunde genommen das Spiel. Das ist sehr, sehr effektvoll. Hier kriegt ihr dann nochmal die Punkte auf den Rang zugeschrieben. Und jetzt können wir halt einen neuen Track wählen. Truck. Und das würde ich mal sagen, machen wir auch mal direkt. Gehen wieder auf das Beat Hazard Album. Wie gesagt, ich würde euch gerne, obwohl vielleicht kann ich den ein oder anderen Spiele Soundtrack nehmen. Muss ich mal gleich gucken. Aber ich würde euch natürlich gerne irgendwelche GEMA-Lieder hier vorführen, die nochmal richtig reinhauen, aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Lied. Also, wie ihr vielleicht auch ein bisschen gemerkt habt, die Lieder sind nicht nur für Hintergrundmusik gedacht, sondern die Lieder sagen sozusagen den Takt voraus, wie da das Spiel drauf reagiert und wie stark die Schüsse sind. Also, wenn gerade ein hoher Beat ist, dann ist das Spiel extrem schnell und aber die Schüsse sind dann auch extrem effektiv. Und wenn dann halt ein langsamer Beat ist, dann ist halt alles langsam und es kommen nur wenig Schiffe und so weiter und so fort. Also das hat alles schon irgendwie mit dem Track wird das alles vereinbart. Klicken wir einfach mal, das ist ein guter Track, um das vielleicht fortzuführen. Da wir die Ultra Edition spielen, haben wir hier ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten. Und zwar könnte man die visuellen Effekte runterstellen ein bisschen. Ich kann ja mal zeigen, wie das bei 50% aussieht. Und dann im nächsten Track bei 200%. Da werden uns wahrscheinlich die Augen ausbrennen. Und wir haben hier diesen Manage Perk Reiter. Wenn wir darauf klicken, haben wir bestimmte Sachen, die wir sozusagen reinmachen können. Das kennt man ja aus Call of Duty und aus allen anderen Spielen. Das sind dann halt irgendwelche Goodies, die man sich reinpacken kann. Zum Beispiel, dass man immer wieder diesen Multiplikatorring hat, den ihr da beim letzten Track immer gesehen habt, wo denn die Punkte von oben nach unten runtergerieselt sind. Oder man kriegt einen Punkteboost auf egal wie viel, welche Punkte und so weiter und so fort. Das kann man hier alles erkaufen. Dafür ist dann die Kohle da. Rechts oben seht ihr, ich habe gerade 740. Da könnte ich jetzt zum Beispiel, na gut, 1050 ist ein bisschen viel, aber ich könnte zum Beispiel den Punkteboost nach oben machen. Da drücke ich unten rechts stets auf N und dann habe ich den Punkteboost sozusagen auf 12% erhöht. Das hier sind übrigens andere
Also es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und das ist, sind andere Schwierigkeitsgrade, verrückt und Suizide, die muss man auch freischalten vorher. Ist aber auch in Ordnung, sag ich mal, wer denn wirklich total hardcore zocken will, der zahlt dann, beziehungsweise er hat sowieso genug gespielt von dem Spiel, dass er genug Kohle hat, um sich das zu kaufen. So, da wir keine anderen Perks hier momentan zur Verfügung haben, gehe ich einfach mal kurz aus dem Bildschirm, haben alles eingestellt und ich starte das Spiel. So, wie gesagt, sind nur 50% der Effekte. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe diese Pau und Woll Dreiecke aufgesammelt. Hier ist wieder ein Woll-Kreis. Das erhöht im Grunde genommen die Lautstärke des Liedes. Und somit auch ein bisschen die ja, Anzahl der Gegner und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt diese Pau Dreiecke, die erhöht die Waffenpower und je höher dieser rechte Balken unten ist, umso besseren Schuss haben wir dann auch. Also momentan können wir ja schon in mehrere Richtungen zielen. Hätten wir jetzt keine Pow-Items eingesammelt, könnten wir zum Beispiel nur so einen Zweierschuss abschießen. So, ihr merkt schon, das Lied ist ruhig, allerdings recht beatlastig, also kommen ja extrem viele Gegner, die allerdings relativ langsam hier rumstehen. Oh cool, schon der erste Boss. Okay, das Lied werde ich wohl verkacken, das kann ich jetzt mal schon so hervorsagen. Alter Schwede. Shit. Das Problem ist natürlich bei den Bossen, da hilft diese Superkanone rein gar nichts, diese Superbombe. Die macht nur ein bisschen Schaden an dem jeweiligen Objekt. Allerdings jetzt auch nicht so viel, dass sich das lohnt, alle Superbomben aufzubrauchen. Aber ihr seht schon, die visuellen Effekte sind etwas weniger geworden. Ist ja auch nur 50% der Leistung. Aber wir werden hier gut gerade von dem Boss behakelt. Wir können auch gar nichts machen. Wir werden die ganze Zeit hier unter Beschuss genommen. Und da kommt auch schon der Nächste. Ihr wollt mich doch verscheißern. Okay. Das sieht, also ich halte mich momentan ganz gut, aber es sieht trotzdem nicht gut aus. Shit. Versuch's einfach mal. Okay, jetzt kann ich den rechten zumindest weghauen. Ein bisschen mehr Platz. Ist immer gut. So, da habt ihr wieder, der nimmt das Lied wieder an Fahrt auf und automatisch geht's dann wieder ein bisschen schneller los hier. Alter Schwede, ist gerade voll die Kacke am Lampen. So kann man natürlich auch vom Lied her seinen Schwierigkeitsgrad denn einstellen. Also man spielt zwar dann auf normal, aber je nachdem welches Lied man wählt, und da haben wir verloren, ist das Lied dann halt auch schwieriger oder halt auch nicht. Wir haben 85% erreicht und nur 197.000 Punkte. Das ist scheiße. Wir haben auch, wenn man verliert, also ein Leben verliert, dann wird der Multiplikator auch ein bisschen nach unten gesetzt, ich weiß nicht wie viel, aber auf jeden Fall um einiges. Ja, schade. Wir haben übrigens auch Internetradio, könnten jetzt hier von irgendeinem Internetradio die Songs hören, aber brauchen wir jetzt auch nicht. So, mache ich jetzt nochmal einen Indie-Track erstmal. Ja, niemand.
So, und ihr habt gerade 50% gesehen, jetzt machen wir mal 200%. Und ihr seht schon auch an dieser, also ihr seht ja bei der Auswahl, dieser visuelle Effekt, der ist schon mehr. Und jetzt werden uns die Augen bluten, das kann ich jetzt versprechen. Ist das Lied recht langsam. Und jetzt nimmt es aber ein bisschen auf Fahrt. Grunde genommen muss man wirklich seine Augen überall haben, ey. Das macht auch so ein bisschen das, den Reiz aus, wie gesagt. Jedes Level, je nachdem welchen Musiktrack man auswählt, ist halt anders. Natürlich, wenn einem die Musik gefällt, die man da hat, dann ist man natürlich auch gleich noch viel besser bei der Sache. Beziehungsweise wird sich vielleicht dreimal überlegen, sich die Musik nochmal anzuhören, weil man weiß, dass man bei Beat Hazard andauernd krepiert, ja? Kann auch einen psychologischen Effekt haben. Nicht nur einen visuellen. Aber ihr seht schon, es ist ein bisschen mehr Bling-Bling als sonst. Das Lied ist halt ein bisschen zu ruhig, um wirklich die volle... Obwohl, jetzt fängt es langsam an. Shit! Ich hab's gesehen! Es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Ah, das Lied ist vorbei. Na gut, das war wirklich ein sehr ruhiges Lied. Machen wir noch eins, dann zeige ich noch mal kurz in den Optionen was und dann können wir ja mal gucken, ob ich da irgendein Lied irgendwie finde, was wir da spielen können. So, ich mache hier erstmal wieder 100. Scheiße, das Lied geht ja 10 Minuten lang. Das habe ich mir ja super ausgedacht hier. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, da unten ist ein weiterer Gegner. Wenn man ihm zum Nahe kommt, dann kreist er sich ein und macht hier so eine schöne... Rundkreisbeschuss. Scheiße, Alter.
Was zum Teufel? Ich will nach Hause. Das Lied machen wir auf jeden Fall nicht nochmal, wenn ich jetzt hier verlage. Das dauert einfach zu lang. Scheiße. Der Beat ist nicht vorhanden. Natürlich verschiedene Einsatzmöglichkeiten für die ganzen Goodies, die man hat. Ganz klare Sache, die Missiles, die sind natürlich für viele bekannt. Diese komischen Viecher, die hier rumirren, wenn die einen treffen, dann schalten die Waffensysteme kurzfristig aus. Yeah. Geht mir auf den Sack. Also wir haben auf jeden Fall genug Sachen, um eigentlich hier mit einem Leben überleben zu können. Ich muss sie nur richtig einsetzen. Wenn es hart kommt, feuer ich hier alles raus, was ich habe. Die Roten stoßen einen ab, die Blauen ziehen einen an. Oh Gott. Ich hab mir gedacht, ich hab dran. Ich muss dran glauben. Diese komischen Bälle, die. Halten auch die Waffensysteme kurz. Schalten auch die Waffensysteme kurz aus. Eieiei. Concentration hier. Da sind wieder diese komischen Viecher. Und der Boss kommt normalerweise immer so recht nah am Ende eines Liedes. Also so ungefähr immer nach 3 Minuten. Bei längeren Liedern, wie ihr von mir schon gesehen habt, kommen die dann halt ein bisschen häufiger. Okay, Boss kommt. Jetzt sollten wir alle klein so gut wie möglich abschießen. Ach du Scheiße, nicht die Scheiße. Die sind übel. Die feuern nämlich so einen Strahl ab. Sind das die? Doch, müssten die eigentlich sein. Der kündigt sich zwar vorher an, aber durch dieses Gemenge an ganzen Farmen und so sieht man den manchmal nicht oder man rennt genau auf einmal rein, wenn die den abgeschossen haben. Es gibt übrigens auch Draufgänger-Bonus oder Überlebensbonus. Er wird angeschaltet, wenn wir zum Beispiel nicht schießen. Der Überlebensbonus bleibt dann zum Beispiel, wenn wir gerade in einer prekären Situation sind. Also bei den Asteroiden, da brauche ich ja nicht schießen, da können wir gut den Modifikator hochtreiben. Jetzt kriegen wir zum Beispiel den Überlebenskünstler-Bonus und jetzt schießen wir einfach mal. Ja. Den kann man auch mit den Perks erhöhen. Sehe ich jetzt allerdings nicht so ganz wichtig. Klar gibt's, kann man so diesen Pazifisten raushängen lassen und sich kurzfristig mal allem ausweichen, was geht, ist auch nicht schlecht manchmal. Aber...
wenn ihr diesen Schild habt, ne, habt ihr ja gesehen, dann reflektiert er die Schüsse, beziehungsweise wenn ihr in die Nähe eines Schiffes kommt, dann explodiert das Teil halt. Der war schon nice. Ich krieg übrigens, glaube ich, gar kein Leben dazu. Also egal wie viele Punkte ihr bekommen habt. Also ihr müsst mit dem Leben klarkommen, sozusagen, was ihr habt. Was aber auch fair ist, weil das Spiel jetzt nicht unbedingt unendlich geht. Ich glaube, in einem anderen Modi, da kriegt ihr dann auch noch Leben, je nachdem wie viele Punkte ihr gemacht habt. Aber im Standardmodus da natürlich nicht. So, wir haben noch 34 Sekunden, im Grunde genommen kann ich hier mal ein bisschen was raushauen. Brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Kennt man ja immer, wird alles aufgespart bis zum Ende, aber im Endeffekt braucht man es dann nicht mehr. Einfach mal weg, Winterscheiße. So, das waren fast 4 Millionen Punkte. Nicht schlecht. Da müssten wir jetzt sogar ein Level aufsteigen. Mal schauen. Ja doch, perfekt. Sogar zwei. Schade, dass ich die Musik hier leiser drehen muss. Tut mir leid, aber das ist wieder eine geile Mucke, die ich gerade hier höre. Aber gut. Wir sind jetzt zwei Level aufgestiegen. Heißt also, wir können zwei Perks auswählen, die wir zumindest zum Kauf freischalten können. Nehme ich jetzt einfach mal, viel bleibt sowieso nicht mehr übrig. Bin schon fast am Ende meiner Karrierelaufbahn. Ach nee. Stimmt, man kann nur einen auswählen. Vergesst, was ich gesagt habe. Wenn ihr zwei Level aufsteigt, dann ist es halt eure Schuld so ungefähr. Pech gehabt. Gut. Dann zeige ich mal ein paar Sachen noch. Und zwar könnt ihr natürlich eure eigene Musik in das Spiel laden. Klar, das ist ja der Sinn des Spiels. Dazu geht ihr einfach bei Optionen auf Lieder ins Verzeichnis eintragen. Und dann trage Lieder ein. Dann kriegt ihr ein Windows Explorer Fenster aufgezeigt. Das mache ich jetzt nicht, weil das nicht mit aufgenommen wird. Deswegen würde das sowieso nicht viel bringen. Da könnt ihr dann den Ordner auswählen, wo eure Musik drin ist. Und die wird dann sozusagen archiviert, also indexiert für das Spiel, so dass das Spiel dann weiß, da sind die Lieder, hier hast du eine Liste. Ganz klar. Ansonsten können wir natürlich auch die Tracks indexen für die XP-User. Hab beides mal ausprobiert, sehe da jetzt keinen Unterschied. Also man bekommt halt ein Windows Explorer-Fenster. Oder man kann auch ungespielte Lieder löschen. Es kann sein, dass der vielleicht die Lieder einträgt. Ja, eigentlich werden die indexiert. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall werden die dann ins Spiel geladen. So, dass ihr die besser auswählen könnt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, in der Ordnerstruktur zu schauen. Dann könnt ihr hier Twitter-Einstellungen aktivieren, sodass dann irgendwelche Erfolge, die ihr macht, oder Punkte, die ihr auf irgendwelchen Songs macht, automatisch an Twitter gesendet werden. Dann könnt ihr Last.fm-Settings einstellen. Damit ihr den Last.fm-Sender irgendwie reinkriegt und so weiter und so fort. Keyboard-Konfiguration, naja, das Übliche. Bei Spieloptionen gibt es, glaube ich, auch nicht viel. Nö. Achso, doch, hier kann man die den Newsfeed zum Beispiel deaktivieren dann. Falls einem der stört. So, was gibt's noch?
Stadtfränge ist klar, es gibt ein paar Achievements. Perks haben wir schon. In der Ultra Edition kann man mehr Spieler spielen, Koop, Online spielen, Multiplayer. Es geht mit der normalen Beat Hazard Version nicht. Und in Einzelspieler haben wir halt vier Modis. Einmal den Standardmodus, den ich die ganze Zeit jetzt gezeigt habe. Dann gibt es einen Überleben-Modus. Da müsst ihr halt versuchen, so lange zu überleben, wie es geht. Und ihr wählt am Anfang immer ein Lied aus bei den Modis. Allerdings wird dann zufallsgeneriert ein neues Lied ausgewählt. Boss Rush ist halt genau das, was es sagt. Da kommt ein Bosswelle nach der anderen. Es gibt sogar ein Achievement, wenn ihr irgendwie Bosswelle 30 erreicht habt, dann kriegt ihr da irgendwie ein Achievement für. Und Chillout-Modus weiß ich um ehrlich gesagt nicht. Müsst ihr mal ausprobieren. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich würde euch die Dinger auch gerne zeigen. Allerdings bei allen, das weiß ich auf jeden Fall, bei allen dreien, die da unter sind, wird dann automatisch immer ein zufallsgeneriertes Lied ausgewählt und ihr wisst ja, die GEMA. Hab nichts gegen GEMA, aber manchmal, aber auch nur manchmal. YouTube ist genauso schuld, wollen wir es mal so sagen. Aber egal. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir sind fast am Ende, kann das sein? Ja, ein bisschen? Naja, ich würde sagen, ich habe sowieso fast alles gezeigt eigentlich. Ich guck mal jetzt noch in meine Ordner. Im Grunde genommen, hier seht ihr, ihr könnt halt einmal wirklich direkt aus den Ordnern auswählen. Oder, wo war denn das? Eigentlich müsste er mir die auch so anzeigen, aber fragt mich mal, wo das war. Scheiß drauf. So, eigene Musik. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ich könnte was von Far Cry 3 Blood Dragon anbieten. Da stehe ich jetzt aber momentan nicht so drauf. Compilations. Da ist jetzt auch nichts dabei irgendwie. Ah. Machen wir doch einfach mal einen Alan Wake Soundtrack. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Tom the Driver? Nee. Wo ist denn das Scheißding? Da. Fünfmal drüber gehüpft. So, dann kriegen wir nochmal Manage Perks. Ja, komm, machen wir hier nochmal mehr Multiplikatoren. Ja. Wir wollen Kohle haben. Dann kann ich die hier auch mal kurz kaufen. Dann halt die immerhin schon mal. So. Starte Spiel. Das müsste ein bisschen langsameres Lied sein eigentlich. Wird dann zum Ende ein bisschen schneller. Das sieht ja nicht. Seht ihr natürlich auch immer an den Farbmarkierungen der Lieder, die ihr da ausgewählt habt, ob ihr das Ding schon mal gespielt habt oder ob ihr es sogar schon erfolgreich gespielt habt. Find the lady
Scheiße. Normalerweise kommen wir von der rechten Seite des Bildes, aber hier kommt es von unten. Boah, das war gekonnt. Wir sind im Grunde genommen so eine Mini-Buffe hier. Das ist eigentlich ein perfektes Lied, um zu zeigen, wie das Spiel richtig funktioniert. Also ihr seht, jetzt, wo es ein bisschen an Fahrt aufnimmt, das Lied, und ein bisschen beatlastiger wird auch, wird das Spielgeschehen auch schneller und nochmal hektischer. Jetzt wird es halt wieder ein bisschen langsamer. Eine Million und 364.225, das war doch gar nicht mal so schlecht. Komm, einen machen wir jetzt noch. Dann ist aber Schluss. Dann gibt es ein Fazit. Verkehrte Taste. So, Zeigeordner. Einmal zurück bitte und nochmal. Achso, warte mal, wir könnten auch nochmal bei denen hier reinschauen. Kennt ihr Jazz Jackrabbit? Super geiler Jump'n'Run. Der erste Teil noch besser als der zweite, meiner Meinung nach. Können wir eigentlich mal kurz reinhören? Da werden gleich wieder... Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, Song, womit man spielen kann, meiner Meinung nach. An, bitte. Gears of War nie gespielt. Passiert. Ja, komm, machen wir das. Nochmal kurz managed. Ah, gut, mit 200 können wir dann natürlich nicht viel machen.
verbraucht gerade. Und geschafft. Das ist im Grunde genommen das Spiel. Auf jeden Fall für zwischendurch zu empfehlen, wenn ihr nicht irgendwie an epileptischen Anfällen irgendwie leidet. Es gibt ja auch manchmal so kleinere Anfälle. Auf jeden Fall sehr innovatives Spiel, meiner Meinung nach. Also klar, es gibt genug Spiele, die irgendwie auf Lieder, es gibt ja auch dieses komische Klötzchen, fahr auf dem Weg und nehm alles mit, wo das denn hoch und runter geht, je nachdem, was für ein Speed gerade in dem Lied vorhanden ist. Hab den Namen vergessen. Audio, keine Ahnung, irgendwann mit Audio. Egal. Das Spiel kostet in der normalen Fassung, also ohne Online-Modus und ohne diese speziellen Einstellungen bei bla 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 bei Visual Effects kostet das halt 6,99 €. Wenn ihr noch die Ultra Edition dazu kauft, sozusagen, sind es 4,49 € extra als DLC. Sind also im Endeffekt 11 € ungefähr. Ist in Ordnung. 11 € ist viel, aber für zwischendurch kann man das mal, glaube ich, machen. Klar, man muss auch drauf stehen und man muss das auch mit dem Augen abhaben können. Ihr könnt auch gerne bis zum Humble Bundle warten. Gibt's bestimmt auch wieder im Humble Bundle. Das Ding hier war, glaube ich, beim Android Humble Bundle dabei. Deswegen habe ich auch die Android-Version. Und die Android-Version, die ist 1:1 gleich, außer dass ihr da halt noch einstellen könnt, ob ihr die Schüsse machen wollt oder nicht. Was, wenn ihr die nicht selbst macht, einfacher ist, als wenn ihr jetzt mit der Maus noch, weil ihr euch nur noch aufs Ausweichen konzentriert, im Grunde genommen. Eine Demo ist auch vorhanden, falls ihr die nochmal vorher anspielen wollt. Könnt ihr gerne bei Steam dann nochmal kurz auf den Demo-Button raufklicken. Aber ansonsten müsst ihr das natürlich entscheiden. Ich spiele das auf jeden Fall immer mal wieder eine Runde, definitiv, auch auf dem Handy. Gerne mal so zwischendurch. Ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch viel Spaß beim selber spielen und ausprobieren. Und ja, man hört sich dann im nächsten Video vielleicht. Mal schauen. Und wünsche bis dahin erstmal Arrivederci. Und weiß ich nicht, legt euch erstmal schlafen oder so, damit die Blut wieder irgendwie richtig. Naja, egal. Also, bis dann.